Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Moneytown Projekt zusammen mit dem lieben Sinnfrei. Grüße, moin, moin, hallo. Ja. Die zwei da mit den Ballen wickeln. Oder so schnell wie möglich hinter uns haben. Ja, ich bin gerade dabei, die 119 zu ernten. Nachdem der Drescher endlich mal vollgetankt ist. Keine Ahnung, wer den leer gelassen hat. Ah, das weiß ich auch nicht. Das ist... Wahrscheinlich der Schmiddi wieder. Wahrscheinlich. So, das ist abgeschlossen. Was sagst denn du dort? Oh, er hat mit der 80 auch gleich fertig. Das ist einwandfrei. Die 60, die 60, die ist da oben. Einmal links, einmal rechts. Und dann bist du schon da. Hoppala. Da war wieder ein Ast im Weg. Kennt man ja irgendwoher. Nee, ey. Ernsthaft. Was denn jetzt? Naja. Wenigstens der halbe Weg, ne? So. Wir starten diese Folge oder wir fahren, machen diese Folge komplett voll mit. Wir fahren Geräte von A nach B. Siehst du um oder was? Nee, aber das gefühlt hier so. Damit überhaupt was zu tun ist, weil momentan habe ich nichts. Also ich habe gerade so einen kleinen. So ein Loch. Ja, wobei ich könnte jetzt gleich die Ballenpresse an die eine Maschine dran und dann. Strohballen pressen. Ja, könnte ich selber. Strohballen pressen. Ist aber das einzigste Feld, was bei dir reif ist, oder? Jep. Naja, fahren wir eigenständig hinterher mit dem Ballen. Genau. Mit der Ballenpresse. Hast du ein bisschen was zu tun? Oh, Helfer E ist fertig. Nice. Deswegen können wir im Anschluss die Ballenpresse nochmal sauber machen. So. Ach ja.
Ansehen werde ich sie noch nicht. Also ich werde soweit alles vorbereiten, aber nicht ansehen. Warum nicht? Weil ich warte, bis das Feld 120 erntereif ist und dann lege ich die zusammen. Ach so, okay. Mist, jetzt muss ich ja wieder außen rumfahren. Ja, müsstest du. Guck mal, ich mach das, was du machst. Mach das, was du machst? Ja, zumindest was der eine da auf dem Feld rumsteht, der Fendt. Ja, weil ich gerade den Dings umsetze. Die Sämaschine. Ansonsten würde ich auch Ballen pressen. Und wickeln. Oh, da fuhr ein Matze vorbei. Ja, ich muss jetzt zu meinem hinteren. Oh, das war knapp. Das war eine Mauer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das stimmt. Oh, das war doof. Nee, das sie ist ja schon da. Das ist mein Feld gewesen. Schön übers eigene Feld geguckt. Wo man vergessen hat, das hat man ja gekauft. Das ist schlecht. Aber ist nicht viel gewesen, von daher. Welt ist ja noch nicht mal voll gedingt. Egal. Egal. Weiter im Kontext. Ich glaube, du stehst deinem Drescher im Weg. Nee. Ach, der tankt ab. Ja, der war voll und jetzt habe ich schnell den Dings geholt. Also das passt hier auch gerade so. Der ist... Nee, gegengefahren ist er nicht. Okay. Also das ist echt so... haarscharf vorbei. Jetzt ist er weggefahren. Oh, den schieben wir noch mal eine Seite hier.
Sie jetzt? Der größte Fan ist gerade da. No. Na, hörst du deine Maus? Guckst du zu? Nö, ne? Ist nicht interessant genug. Ja, doch. Sie guckt zu. Aber sie spielt doch. Also sie ist ja absoluter Maus-Fan, ne? Ach so. Wir waren ja heute. Also, die Aufnahmefolge ist Sonntag. Wir sind jetzt ja beim Mittwoch. Sonntag waren wir im Zoo. Dann hatten wir uns eine neue Ecke angeguckt, die sie dort gebaut hatten. Und da waren Farbmäuse und Farbratten. Und da gab es so eine Ecke an der Tür, wo du halt so ein bisschen das Stroh durchschieben konntest, ne? Weil ist ja klar, da wo eine Tür ist, ist auch eine kleine Rille. Und da bist du natürlich auch so ein bisschen mit dem Finger durchgekommen, ne? Ja, und Ratten sind ja sehr neugierig und auch. Das stimmt. Ja, gar nicht mal dumm, ne? Das stimmt. Ja. Und dann hat unsere liebe Tochter da durchgefasst und ja, dann hat sie eine Ratte berührt, ne? Und meinst du, was da für ein Geschrei los war? So. Also die beißen ja nicht wirklich, ne? Nee, aber die greifen ja dann und ja, ich sag mal, sie knabbern so vorsichtig oder lecken dran, ne? Und da hat sie sich so erschrocken. Das ist böse. Oh, wie im Duett gerade gleichzeitig rum hier. Was, wie im Duett? Ach so, ja. Ja, wie im Duett. Hey! Da ist Remi Demi bei dir. Ja. Hört man auch, ne? Das hört man. Aber nur, wenn ich rede, ne? Ja. Oder auch es auch sein, so. Es sei denn, es wird mal ein bisschen lauter. Aber sonst geht's. Ich direkt höre jetzt mal ganz kurze Fetzen bloß. Aber mehr auch nicht. Ah, ist witzig. Aber sie freut sich. Na klar. Ist ja gut, wenn sie sich freut. Schlimm, wenn nicht. Mal kurz gucken, was macht denn eigentlich mein... Jetzt neben mir diese Tony-Box, ne? Ja. Und da geht's gerade nur so, Halli, hallo, Halli, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh, hallo. Hat nämlich diesen Kindergarten-Tony jetzt drauf. Ach so. Hm.
La 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 la. Das ist. Oh, kriegen wir einen zweiten Ballen voll? Kann ich dir leider nicht sagen. Schade. Ja, aber wie sieht's bei dir aus? Ja. 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 Gerade fertig geworden mit dem Feld abernten. Ist doch gut. Darf ich dir da auch was erzählen? Ja, erzähl mal. Aber gut, meine Freunde, das war's auch schon wieder von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Dort könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ebenfalls befindet sich der Link zu Sinnfrei, seinem YouTube-Kanal. Schaut auch bei ihm mal vorbei. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein und tschüss. Pass auf.